Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder einen veganen Food-Haul für euch. Ich war mal wieder, wie eigentlich fast immer, bei Penny und habe so ein paar Sachen eingekauft für die Woche und die wollte ich euch jetzt mal schnell zeigen. Genau, und zwar geht es mit unserem Gemüse los. Ich habe einen Sack rote Zwiebeln mitgenommen und einmal Knoblauchzehen. Dann habe ich frischen Blattspinat mitgenommen. Wie man sieht, der ist schon offen. Denn ich habe gestern schon fast die Hälfte von dem Blattspinat benötigt, da ich gefüllte Blätterteigtaschen mit Spinat und Feta gemacht habe. Da verlinke ich euch gerne unten mal in der Infobox das Rezept dazu für die gefüllten Blätterteigtaschen. Die sind allerdings nicht vegan, sondern vegetarisch, da Feta unter anderem mit drinnen ist. Genau. Aber falls ihr euch vegetarisch ernährt, könnt ihr gerne mal unten in der Infobox reinschauen. Da verlinke ich euch unten das Rezept. Das sollte nämlich vor diesem Haul jetzt schon online gehen. Dann habe ich eine Salatgurke mitgenommen und zwei Zucchini. Müssen eigentlich auch immer zu Hause sein. Dann zwei Packungen Champignons, braune. Ich mag die braunen lieber als die weißen. Eine Packung Tomaten. Einen Dreierpack rote Paprika. Leider hatten die gemischten Paprika nicht da. Zwei Salatherzen. Zwei Avocados, einmal Bananen und genau, das war es jetzt mit Obst und Gemüse. Dann habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten gekauft. Also das meiste war jetzt eigentlich Obst und Gemüse, was ich mitgenommen habe, da der letzte und vorletzte Einkauf nämlich nur ganz normal auf Vorrat war. Und Obst und Gemüse hatten wir nämlich noch und und jetzt musste Obst und Gemüse eben wieder her und alles andere jetzt nicht so dringend. Ich habe jetzt einfach mal auf Reserve scharfen Senf und süßen Senf mitgenommen, da ich die auch immer für Salate und Soßen verwende, beziehungsweise Eintöpfe. Dann zum Snacken einfach salzige Erdnüsse. Einmal ein Peperoni-Glas, die mag ich sehr gerne auf Pizza. Genau, deshalb habe ich auch die Champignons mitgenommen, da ich die Tage mal eine Funky-Pizza machen wollte und da packe ich immer so Peperonis drauf. Einfach so eine Pastasauce auf Reserve, eine vegane Tomatenkräutersoße, wenn es mal schnell gehen muss. Dann habe ich mal wieder auf Reserve drei Dosenstückige Tomaten, denn da habe ich nämlich jetzt gar keine mehr zu Hause. Die habe ich alle aufgebraucht und da jetzt im Moment das mit dem Virus hier so eben verbreitet ist, dass die Läden hier alle leer sind, habe ich die letzten Male keine stückige Tomaten mehr bekommen. Alles war ausverkauft. Jetzt bin ich froh, dass die das wieder nachgefüllt haben. Deshalb habe ich drei Stück mitgenommen, dass ich die wieder zu Hause habe. Ein Glas Sauerkirschen, da ich da demnächst einen Kuchen backen wollte. Da kann ich euch auch gerne mal unten das Rezept verlinken. Und zwar ist das für eine Prager Kirschtorte, da habe ich auch schon ein Rezept gemacht, ist allerdings auch vegetarisch und nicht vegan, der Kuchen. Verlinke ich euch trotzdem mal, falls ihr euch vegetarisch ernährt. Genau, ein Glas Essiggurken, ist nämlich auch nicht mehr zu Hause gewesen. Und endlich mal wieder zwei Packungen Weizenmehl. Genau, ist nämlich jetzt auch die letzte Packung angebrochen und fast leer, deswegen habe ich zwei mitgenommen. Und zweimal Apfelsaft Naturtrüb, genau, der ist recht gut von Penny, da ist auch kein Zuckerzusatz etc. drin, einfach nur 100% Apfelsaft. Ja genau, das waren jetzt auch schon alle Sachen, die ich eingekauft habe. Die wollte ich euch jetzt nur mal ganz schnell abdrehen, da der Einkauf schon von gestern ist. Spinat war schon offen, ach so, und Gemüse habe ich auch schon verwendet, hatte ich auch noch mitgenommen, habe ich aber gestern auch schon einen Eintopf gemacht. Und ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es recht kurz war mit dem Penny Haul jetzt. Aber genau, ich wollte euch die Sachen einfach mal schnell zeigen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Der Link ist unten in der Infobox und lasst mir sehr gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.